Fasergate Update, Tag 1. Ja, wie läuft unsere Aktion gegen die durch Nancy Faeser geplante sinnlose Verschärfung des Waffengesetzes? Sie läuft sensationell. Nach 50 Jahren ständiger Gängelung und immer schlimmeren Verboten haben die Legalwaffenbesitzer in Deutschland endlich genug. Zum allerersten Mal stehen alle gleichzeitig auf und wehren sich. Was wir hier erleben, ist ein Wendepunkt im deutschen Waffenrecht. Zumindest sehe ich das so. Ja, 24 Stunden nach dem Start der Aktion wurden ca. 45.000 Briefe generiert. Und die 2 Monate laufende Petition hat mit ca. 27.000 Stimmen bereits jetzt 53% des Quorums erreicht. Das ist ohne Beispiel. Aber nochmal zurück. Was ist passiert? Angefangen hatte alles in 2021, noch unter Horst Seehofer. Dieser wollte sich als Law and Order Innenminister profilieren und versuchte, ein neues Waffengesetz einzuführen. Im Prinzip eine mildere Version des unsäglichen Pamphlets, das jetzt durch Nancy Faeser vorgelegt wurde. Aber damit ist Seehofer nicht durchgekommen. Warum nicht? Naja, weil sich da der Widerstand durch die Waffenbesitzer schon abzeichnete. Der Spiegel schreibt, wie die Schützenlobby ein schärferes Waffenrecht verhinderte. Fand der Spiegel nicht so toll, kann ich euch sagen. Ich find's super. Also, die Verbände protestierten damals gegen das Vorhaben vom Seehofer, wehrten sich gegen die Einführung einer Hexenjagd auf Legalwaffenbesitzer. Denn, in Wahrheit, nichts anderes verbirgt sich hinter den Plänen der Waffenrechtsnovelle, sowohl die von Seehofer als auch die von Faeser. Der Spiegel schreibt weiter, der Einfluss der Verbände ist in Berlin gefürchtet. Na, das hört man doch gern, oder? In deutschen Waffenforen wird ja immer so viel geklagt über unsere Machtlosigkeit. Das scheint mir wohl eher ein Gerücht zu sein. Jedenfalls sieht man das in Berlin wohl nicht so. Bereits damals setzte der VDB den Briefgenerator ein. Das war das erste Mal. Es wurden 20.000 Briefe erzeugt. Nicht mal die Hälfte der Briefzahl, die unsere aktuelle Aktion an einem Tag generiert hat. Trotzdem hat es damals gereicht. Seehofer musste sein Vorhaben aufgeben. Der Druck aus der eigenen Partei war zu groß. Beim Abschied hat er dann Nancy Faeser, seine Nachfolgerin, gebeten, sein geistiges Kind zu adoptieren, was diese offenbar mit großem Übereifer auch getan hat. Ja, die laufende Aktion wird den Erfolg der letzten Aktion zigmal übertreffen, weil endlich alle zusammenhalten und die Politik den aufgestauten Zorn der Legalwaffenbesitzer jetzt zu spüren bekommt. Wir kippen lastwagenweise Briefe vor die Tore des BMI und der Anti-Waffeneinpeitscher bei den Ampelparteien. Wir zeigen der FDP, dass sie jetzt nicht wieder umfallen darf. Schaut mal hier, eine gemeinsame Stellungnahme aller Verbände. Das ist sagenhaft. Diese Verbände repräsentieren 2,2 Millionen Waffenbesitzer in Deutschland. Das ist mehr als das Doppelte der Mitglieder aller Parteien im Bundestag zusammen. Und diesmal könnte der Ton kämpferischer nicht sein. Kein Schmusekurs mehr, keine Unterwürfigkeit. Allen voran der VDB mit seiner Kampagne Fight for Right. Wir drehen den Spieß um, lautet das Motto. Eine machtvolle Phalanx der Waffencreators hat sich des Themas angenommen und schlägt die Kriegstrommeln unter den Hashtags Fasergate und Fight for Right. Legalwaffenbesitzer strömen in Scharen zu uns, zeichnen die Petition und nutzen den Briefgenerator. Und das Beste, liebe Freunde, es zeigt Wirkung. Gestern, kaum 12 Stunden nach dem Beginn der Aktion, verkündete Christian Lindner sein offizielles Veto gegen das Gesetzesvorhaben von Nancy Faeser. Es heißt, nach Spiegelinformationen hat Finanzminister und FDP-Parteichef Christian Lindner ein Vorhaben der SPD-Politikerin auf Eis legen lassen. Mit dem Widerspruch seines Ministeriums kann ein von Faeser vorgelegter Gesetzesentwurf vorerst nicht in die Ressortabstimmung gehen. Super, oder? Ja, wie es scheint, kann Nancy Faeser dieses Gesetz in die Tonne treten. Aber nachlassen dürfen wir jetzt erst recht nicht. Denn immerhin kann Lindner sein Veto auch wieder zurückziehen. Denn die schlaue Nancy Faeser wird versuchen, den Druck aus den Ländern heraus zu erhöhen. Schon jetzt kommen Forderungen aus NRW und Niedersachsen. Dort will man das Gesetz nur zu gern.
Tja, wie es scheint, müssen wir den Briefgenerator ein paar weitere Adressaten besorgen, nicht wahr? Ab nach NRW und Niedersachsen damit. Also bitte, liebe Leute, wenn ihr schon dabei seid beim Briefgenerator und bei der Petition, dann informiert eure Freunde und bittet um Unterstützung. Leitet die Videos weiter, die Links, alles. Tragt die Aktion in die Vereine, tragt sie in die sozialen Medien und tragt sie generell in die Öffentlichkeit. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann kommt an Bord. Tretet in den VDB ein. Dann kosten euch die 3 Briefe keinen einzigen Cent. Zeichnet die Petition. Macht mit bei dieser historisch einmaligen Aktion. Ja, aber bevor ich jetzt Thanks and Bye-Bye sage, noch ein paar Worte bezüglich der Kommentare zu meinem letzten Video von gestern. Klar, ich bin Waffenhändler und man kann mir vorwerfen, dass ich hier ein Eigeninteresse habe. Aber das stimmt nicht. Denn wenn es mir nur um das Geld gehen würde, dann müsste ich für diese Waffenrechtsnovelle werben, statt dagegen zu kämpfen. Warum? Naja, wenn das Gesetz kommen würde, dann würde es einen Wahnsinnsrun auf Armbrüste geben, kurz vor Toreschluss. Es würden ja Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr vergehen, bis das in Kraft tritt. Wir würden jeden noch so angestaubten Prügel zu Höchstpreisen verkaufen können und die Lager wären noch lang vor dem Stichtag restlos leer. Tja, und danach würden dann die vielen gesetzestreuen Kunden brav ihre Armbrüste abgeben und sich dann eben Luftgewehr oder einen Repetierbogen als Ersatz kaufen. Die Nachfrage nach legalen, effektiven Waffen würde ja nicht verschwinden. Im Gegenteil, wir würden halt die Produktpalette umstellen und verkaufen, was dann noch legal ist. Ne? Katsching! Aber ich bin ja nicht einfach so Waffenhändler geworden. Ich liebe Waffen schon mein ganzes Leben lang. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich war da, damals, 1972. Ich war 7 Jahre alt, las aber schon jeden Monat das DWJ. Dann kam das neue Waffengesetz. Das ist der Vorläufer unserer heutigen Regelung. Und ich musste mit ansehen, wie man uns den Hals danach immer weiter zugeschnürt hat. Mir reicht es. Um ehrlich zu sein, reicht es mir schon lange. Aber jetzt ist Schluss. Naja, so, das war's für heute. Ich bleibe am Ball. Ich werde jetzt öfter mal ein Update zu der Aktion bringen. Danke und bye-bye. Jetzt kommt noch ein bisschen das Englischsprachige. Ja, dear English-speaking audience, this is an update regarding our fight against the recent attempt of the German government to impose an even stricter gun law upon us. Things are going sensationally well. We have generated almost 45,000 letters, physical letters, in just 24 hours, and our 2-month petition is at 53%, 27,000 votes, after just 1 day. And it shows effect already. The chairman of the Libertarian FDP party, one of the 3 parties that form the government currently, has officially vetoed against the new law. This means it is currently stopped dead in its tracks. Now, of course, a veto can be withdrawn, so we must not relent, and we will not relent. This is historic, as Germany never had a powerful gun lobby. We have suffered from ever more drastic gun law changes for 50 years now, but this is changing now. We are seeing a true movement of the 2.2 million legal gun owners against such idiotic laws. So, this is our little heads up. Thanks for watching and bye-bye.